Jo Leute, was geht ab? Willkommen bei House of Sneakers. Ich bin der Ali. Und mein Name ist Lars und heute dreht es sich um den Nike Sakai LE Waffle. Bevor wir mit dem Schuh loslegen, checkt mal unsere Instagram-Seiten ab. Die haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt oder die seht ihr auch hier eingeblendet. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. So, hier haben wir den Schuh in Triple White. Das ist der Schuh des Jahres 2019 in dem blau-roten Colorway. Ja. Auch richtig geil. Was fällt dir direkt auf, wenn du den Schuh so in der Hand hast? Die doppelte Sohle. Die doppelte Sohle. Doppelte Swoosh. Und doppelte Zunge. Und doppelte Laces. Stimmt. Warum doppelt? Weil der Schuh von zwei Schuhen inspiriert wurde. Mhm. Deswegen hat Sakai dann direkt zwei Schuhe zu einem gemacht. Mhm. Das war so der Design-Hintergrund von Sakai. Deswegen auch die Kollabo von Nike und Sakai. Richtig. Das Nylon ist relativ schlicht gehalten in dem Weiß. Dann halt dieses Bildleder, Nubuck-mäßige. Ja, das Graue. In Grau. Relativ schlicht, aber auch schön. Ist wirklich ein schöner Schuh. Ist gut gelungen. Mir gefällt dieses Triple White sehr gut. Mhm. Ja. Der kam ja auch noch zu dem Zeitpunkt, wo der released wurde. Können wir euch mal einblenden. Da kam der auch noch in All Black raus. Richtig. Aber ich glaube aber, der hier ist mehr gefragt als der schwarze. Der kam besser an, auf jeden Fall. Bei dem schwarzen, was mich da so stört, das Nubuck ist halt schwarz. Ja. Nur dieses Nylon, das wirkt dann eher so Anthrazit, ne? Mhm. Also das ist nicht so 100%ig schwarz. Das ist das Einzige, was mich an dem so gestört hat. Aber der Triple White ist wirklich sehr gut gelungen, ne? Ja, da fallen die Details auch besser auf. Ja. Auf der Zunge halt dieses Nike Sportswear, auf einer, auf der anderen ist Nike Sakai. Ja, auf der inneren steht Sakai. Genau, auf der äußeren dann Nike Sportswear. Eigentlich cool gemacht. Ich finde, der Schuh ist wirklich gut gelungen. Der kommt auch noch mit einem Laces. Ja, die habe ich hier. Mhm. Aber zweimal die gleichen. Warum? Ja, wie das doppelte System hier auch. Ne? Also hier haben die auch zweimal zwei Laces. Ich denke, das ist so der Hintergrund dahinter, dass du dann auch die doppelten Laces dann die normalen auch hier so reintun sollst. Ne? Aber ich finde so eine Lace, also einmal Schnürsenkel, reicht auch schon vollkommen. Ja. Die Laces, die aktuell hier drin sind, sind relativ dünn gehalten. Da sind die hier schon ein bisschen dicker. Diese Laces sind halt so, wie man sie kennt halt. Das sind diese klassischen Nike Laces. Ich würde die auch direkt reinmachen, weil die hier gefallen mir nicht so gut. Das ist eher weiblich, finde ich. Ne? Ja, und ich würde sagen, die hier stehen dem Schuh auch besser. Also für meinen Geschmack jetzt, jeder kann natürlich das machen. Man kann mal Bilder blenden, wo die den normalen drin haben. Mhm. Das sieht auf jeden Fall besser aus als wie hier diese dicken Laces. Also beziehungsweise diese dünn gehalten, aber breiten. Genau, die relativ breiten Laces. Erinnert mich so ein bisschen an den Puma von Rihanna. Ja, stimmt. Doppelte Sohle, wie findest du die Sohlen so? Sind die, würde dich das stören oder würdest du sagen, stört mich nicht, würde ich trotzdem anziehen? Cool. Am Anfang, als ich den Schuh das erste Mal gesehen habe, hat mich das schon gestört. Ich meine, das hat auch nicht jeder Schuh. Das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig hinten, dieses abstehende Teil. Ich finde das aber echt schön gelöst von Sakai. Mhm. Mittlerweile gefällt es mir auch ein bisschen besser. Mhm. Mein Vater hat direkt gesagt, als er die Schuhe das erste Mal gesehen hat, Junge, wie willst du mit den Schuhen Auto fahren? Wenn du dich dann so hinsetzt, das geht direkt kaputt. Ja. Hat er ja auch recht. Shoutout an Ralf. Ansonsten, wie gesagt, das gefällt mir mittlerweile ein bisschen besser. Ist auch relativ weich von oben, von außen ein bisschen beständiger, wenn man hier so drückt. Aber ich denke, beim Autofahren wird das schon auf jeden Fall so reingedrückt und das ist dann nicht mehr so schön. Mhm. Außensohle, erinnert dich das an irgendwas? Ja, ist inspiriert von einem Waffeleisen. Ich denke mal, das wussten gar nicht so viele, weil Sakai, glaube ich, war das. Nee, Nike ganz am Anfang, Nike. Also früher die Retro-Laufschuhe hatten
auch dieses... Dieses System ja das erste Mal. Dieses Waffeleisen Muster, beziehungsweise die Sohle. Mhm. Ja, das war früher einfach so, die haben sich, da hat ein Designer, glaube ich, sich gedacht, ja, probier einfach mal aus, hat da Gummi ins Waffeleisen zu, ausgeschnitten in den Schuh, an den Schuh dran gemacht und ja, bei den Läufern kam es gut an, die hatten gut Grip und deswegen wurde das dann weitergemacht. Ne? Ja, die waren auch sehr erfolgreich dann damit. Richtig. Ich habe letztens noch einen Doku gesehen über genau dieses System hier mit dem Waffeleisen. Da haben die Läufer tatsächlich beim ersten Mal tragen einen enormen Vorsprung gehabt, was man gar nicht so denkt, was Schuhe alleine so ausmachen, das ist schon krass. Ja, und die, wie gesagt, die waren halt sehr erfolgreich damit, haben die ersten Plätze relativ gut abgeräumt, jedes Mal eigentlich. Und dadurch ist das alles in den Hype geraten und deswegen ist das auch noch heute beständig mit diesem System. Sieht auch relativ gut aus. Ich meine, hier vorne diese zwei Noppen. Zwei Noppen, die hätte man weglassen können, meiner Meinung nach. Sieht aus, als wäre das so ein Bumpschutz, falls du irgendwo gegentrittst. Vielleicht ist es das auch. Wer weiß, müssen wir mal irgendwie nachfragen bei Nike. Ja. Relativ schlicht, wie gesagt, gehalten in dem relativ grau, silber, weiß. Die Doppelswooshes gefallen mir auch, halt weil eins davon in Nubuck ist und eins in Leder. Ja. Finde ich schön gemacht, schön gelöst. Ja, an sich, ich würde den Schuh tragen, nur mit den anderen Laces. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß es nicht, ich bin immer hin und her gerissen. Ich habe manche Tage, da würde ich sie auf jeden Fall tragen, weil ich bin immer so ein Typ, ich brauche On-Feed-Bilder, um mich wirklich zu entscheiden. Inspirieren zu lassen. Ja. Ich bin so einer, ich stelle mir die schon am Fuß vor, dann weiß ich, das klappt bei mir nicht. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir, nicht so geil, aber ist halt nicht umsonst Schuh des Jahres 2019 gewesen. Mittlerweile, denke ich, ist ganz okay. Ja. Der Schuh ist ja in deiner Größe, wie ich gerade sehe. Ne? Mhm. Wo hast du den eigentlich her? Ich hatte das Glück, ich habe über die Nike Sneakers App den Schuh bekommen. Können wir das Godem von ihm mal einblenden? Ja, blenden wir mal kurz ein. Das habe ich noch. Cool. Blenden wir ein. Ja, da hatte ich relativ viel Glück. Der war auch direkt ausverkauft bei der Sneakers App. Mhm. Gerade weil es 2019 diesen extremen Hype gab. Mit ja. Wie viel war Retail? Ich glaube 160. 160 war der. 160 Euro. Mittlerweile geht der Resale für 350, glaube ich, in meiner Größe. In der Größe jetzt? Genau. Mhm. In 10,5. Ist auch nicht mal Money Size, ne? Money Size ist ja, glaube ich, 41 bis 43. So. Oder 40 bis 43. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, fast das Doppelte oder mehr als das Doppelte teilweise. Das schwankt immer. Ja. Kriegst du bei der Riester nicht. Was mir noch direkt aufgefallen ist, ist hinten der Schriftzug. Da steht Nike drauf, wenn man es grob sieht. Mhm. Aber unter dem Nike-Zeichen in Silber steht auch noch ganz klein Sakai. Ja, das ist relativ schlicht gehalten, ein bisschen versteckt, das sieht man nicht so direkt. So wie in einem Guss, ne? Das ist nicht so, als ob das, zwei Schriften wären, sondern eher eine Schrift. Ne? Ja, ist aber versteckt. Cool gemacht. Mhm. Sieht gut aus auf jeden Fall. Jo Leute, das war's auch schon mit dem Review vom Nike Sakai in Triple White. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like da, sonst ein Abo und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Peace. Haut rein. Tom Kalle, kein die Klum. So, jetzt. Leute, was geht ab? Das kommt ins Outtake, Alter. Das war der Crazy Frog, Alter.